Und da ist der Gusor schon wieder. Und jetzt nochmal eine andere Frage. Also es geht gleich wieder weiter mit den letzten zwei Raids. Aber habt ihr... Oder gibt es noch einen anderen YouTuber, der so einen Channel bzw. so einen Clan dafür hat, nur für Epic Raids? Würde mich mal interessieren, ob es das gibt. Auch eine coole Aufstellung. Also vom Gegner, beziehungsweise eine Fail-Aufstellung natürlich, aber das ist natürlich cool. Passend zu meinem Shirt nehme ich natürlich auch die rote Brause. Yeah! So. Ja, halt Barch. Nee, nicht mal Barch, sondern nur Arch. Oder Karch, weil der King noch mit dabei ist. Genau, alles, was man mitnehmen kann, soll man mitnehmen. Genau. Warum soll man da irgendwas wasten? Ich meine, ganz ehrlich, für 60k, da macht man sich woanders wieder total krumm. Warum soll man sie hier verschenken? Auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Richtig gemacht. 6,6. Mal gucken, was ein 6,6 sagen soll. Ich denke mal 660. Und das wäre schon ziemlich prall. Yeah. Warum hast du gerübst? Ja. Weil ich es kann. Ganz einfach. Cooles Ding auf. Ja, geil. Sehr geil. Das wollten wir sehen. Genau das wollten wir sehen, dass hier noch das Dunkle richtig schön baden geht. Und ich einen verschickten Artikel habe. Mhm. Auch nicht schlecht. Läuft bei mir. Sehr cool. Dann gehe ich jetzt wieder da raus. Und hier für alle anderen. Das ist der Gusor Videos. Also. Da, ihr könnt euch immer daran orientieren. Da, wo noch momentan. Also ich kläre das noch ab. Wie gesagt. Achso, an dich. An Mario. An Mario. Er weiß bestimmt, wen ich meine. Ich möchte jetzt nicht genau sagen, wer genau, aber Mario hatte mich vorher schon mal angesprochen. Oh, kann ich das managen? Kann ich das managen? Und ja, du darfst das gerne managen. Nur mal so nebenbei. Und dann einfach reinkommen und dann mache ich dich irgendwie mal mit dem anderen Account dann zum ja, zum Clan Leader und dann geht das ohne Probleme. Ich guck mal trotzdem nochmal kurz rein. Weil es natürlich auch schade, dann hat man es im falschen Clan gepostet und dann, schade, wird nicht gezeigt. Gucken wir mal. Krasseste What the fuck Base. Ja, die ist ziemlich geil. Die ist ziemlich geil. Die ist so geil, dass ich sagen muss, ganz ehrlich, komm, machen wir einen Screenshot. Das ist Thumbnail pur. Das ist natürlich ziemlich geil, ja. Und dann natürlich schön... Ich meine, wie gesagt, die Kanone war es ja eh bloß, aber dann natürlich schön mit Luckys einfach nur. Warum soll man da dann wirklich hier die Loons zünden und was auch immer machen? Nö, warum denn? Geiles Ding auf jeden Fall, der hat es dir schön leicht gemacht. Das ist cool. Krasse What the fuck Base. Alex Raid. Ja, da muss man halt genau gucken. Aber was heißt genau gucken? Ganz ehrlich. Da und dann hat man ein bisschen Alex mehr, wa? Also das ist einfach nur scheiße hingestellt, auf jeden Fall. Das ist einfach nur scheiße hingestellt. Und selbst wenn er jetzt da irgendwie Bomben hätte, ja und? Ganz ehrlich. Ich muss aber ehrlich sagen, bei sowas mache ich dann erst nach und nach. Dann sehe ich, okay, kriege ich das hier von der, nicht von der Zeit her, sondern von meinen Truppen hin, passt das so, mache ich den fertig. Dann mache ich den und dann mache ich den. So mache ich's. Weil sonst kann dir das schnell passieren, dass du denkst, ah ja, passt schon, ich habe da genug gespammt, ist in Ordnung. Genau, genau, jetzt so wie hier jetzt gerade. Dann jetzt um den kümmern und dann gucken, okay, dann mache ich jetzt den letzten.
Einwandfrei. So sehe ich das genauso. Simon Styler, nice. Daumen nach oben. Und jetzt die CB. Sehr geil. Ja, rauslocken halt, wa? Rauslocken und dann... Ich wollte schon sagen, hat dir die CB jetzt echt den Stich versaut? Das wäre echt mies gewesen. Nee, aber läuft. Cool. Läuft bei mir. Oh ja. Oh ja. Bei dir läuft das richtig. Kleinen Moment. Aber seht ihr, wo der letzte Gegner angegriffen hat? Von wo hat er getan? Genau von dieser Stelle hat er auch getutet. Und zwar seht ihr hier. Halb voll und hier. Und dann, wirklich ganz ehrlich, dann wirklich erst gucken mit die Augen und dann wirklich erst da angreifen. Klar, ich meine jetzt, du hattest jetzt nur Special Troops, sag ich mal, dass du nicht Barge oder sowas hattest. Da muss man schon gucken. Naja, wäre es ein bisschen fail von hier anzugreifen, weil die Luftabwehren einfach hier im oberen Drittel sind, sag ich mal. Vollkommen in Ordnung, würde ich dann auch ähnlich machen. Aber ansonsten erst natürlich da, wo alles voll ist, klar. Sonst bringt das nicht wirklich viel. Und bitte einmal drüber fliegen. Herzlichen Dank, wir nehmen alles mit und wir lassen auch noch etwas da und das sind die Bomben. Einwandfrei und das Ding ist gegessen. Und jetzt mit dem King außenrum schon mal aufräumen, genau. Ja, gegen Einser King ist ja klar, da braucht der Sechser King sich gar nicht anstrengen. Passt. Einwandfrei. Richtig cooler Raid. Da ist der Guso auch einfach nochmal ein Zwieback, wa? Ja. Der ist ja in seinem Let's Play. Ja. Und? Nett, alleine schon wieder ein Inferno im leeren Zustand zu sehen, aber halt wieder nur Barge. Mit ein paar Bomben, klar. Ist auch gar nicht schlecht, kommt man manchmal ein bisschen besser rein auf jeden Fall. Aber es ist und bleibt Barge. Und das kennt jeder. Und wie gesagt, da wäre es einfach ungerecht, aber einfach nicht so unterhaltsam, wenn man das komplett durchguckt. Nice, Junge, nice. Oh, das würde ich mal sagen, war eine Verteidigung. Aber warum stellst du denn auch die Lager so weit raus? Ich meine, hier, das ist in Ordnung. Wobei aber die beiden nebeneinander ist auch nicht so optimal. Aber okay, da möchte ich nicht meckern. Zumal du sogar einmal Fläche daneben hast. Das ist in Ordnung. Das Goldlager ist auch halbwegs geschützt. Aber wie gesagt, die würde ich nun nicht unbedingt. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Nicht, dass du eventuell... Nee, weil nämlich sonst hätte ich eventuell gesagt, gut, okay, du brauchst das Alex gar nicht mehr, weil du ja schon alles so weit oben hast. Aber bist du noch lange nicht. Also wenn ich mir einfach nur die Armeelager angucke, da ist ja noch jede Menge Alex vonnöten. Dann weiß ich nicht. Die hätte ich definitiv nicht so weit rausgepackt. Auf keinen Fall. Mein Zwieback ist gebrochen. Oh, was ist denn das? Oh, gehen die übelst als Traube darauf, Alter. Gehen die übelst als Traube darauf. Aber wie gesagt, da kann ich wirklich nur sagen, die war halt... nicht so toll aufgestellt. Die Base. Wirklich, das ist einfach... Wenn ich sehe, ich krieg schon was geschenkt.
Ich krieg richtig was geschenkt hier. Beide Armeelager, genau. Beide Elixierlager sind komplett voll und ich krieg sie auf jeden Fall. Dann denke ich, ratter. Hey, was ist denn? Das sind 270.000, die ich definitiv mitnehmen kann. Definitiv. Egal wie der Rest läuft. Naja, dann ist das schon mal die Eintrittskarte, oder? Dann hast du solche Besucher. Oh, der Zwieback schmeckt so geil. Auch sehr cool. Aber ich skippe auch wieder durch. Weil halt Bartsch, aber wir gehen ein bisschen dichter ran, dass man es ein bisschen besser sieht. Und da sehe ich es auch so. Da ist dann so ein bisschen mehr Spam gar nicht verkehrt, weil wenn man dann erst nach und nach, dann machen die Minenwerfer natürlich alles platt. Gut gemacht. Ja, schön leergeräumt auf jeden Fall. Oh, haben wir schon über... Oh, ist so krass, wie die Zeit vergeht, ey. Kauft ihr das? Mal gucken, ob ich das Geld dafür habe. Guck mal, bei deinen Truppen bist du ja mindestens Rathaus 8 und das ging schnell, okay. Das ging, ich quatsch noch so gerade, zack, 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 okay, ja, ist in Ordnung. So. Loot. Hallo, Mr. Hilo. Ja, doch, auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall geil. Wir haben auch wieder nur Barge, aber wie gesagt, es ist wieder ein 300k-Raid. Das ist auch wieder, also 300k von beidem. Das ist dann wieder extremst sexy. Jetzt hier noch schön das Dunkle. Das ist ja ziemlich geil. Na, wird eng von der Zeit her. Eieiei. Schade. Oh, und dann nicht mal... Da hättest du die reinjacken können. Guck mal, du hast das ganze Dunkle da gelassen. Schade. Auch sehr cool. Genau. Und hier in so einen Bereichen, da ist natürlich dann gut, wenn man noch ein paar Kobis hat, die dann noch in die richtige Ritze reinrennen. Und jetzt nur noch, genau, jetzt noch Town Hall snacken und wegbauen. Einwandfrei. Julian. Sehr geil. Und dann sogar noch mit Go Wipe. Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz zurückgehen. Weil, warum die Mauerbrecher? Nochmal auf die Wiederholung. Was mir sehr gut gefällt, er hat sich Zeit gelassen. Also er hat nicht gleich hier bam, sondern vorsichtig. Aber, ich meine, klar, hier wären Mauerbrecher cool, aber hier ist ja offen. Klar, die könnten dann durch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Mauerbrecher hier durchkommen, ganz ehrlich, die ist gegen null. Oder? So die Sache. Von daher wäre ja vielleicht, also ich als Anti-Go-Wipe-Experte, aber ich hätte ja eher gesagt, dann lieber so hier so reingehen, oder? Also so und so oder so. Oder so irgendwie. Aber okay, gucken wir mal. Zuerst geguckt, CB, ist was drin oder nicht. Und dann, wie gesagt,
Golem auch voll nice, in Ordnung. So. Da kommt's nicht an und ui, kommen auch nicht an. Also wir haben schon mal 4 gewastete Mauerbrecher, die nichts gebracht haben. Genau, Damage geht schön auf den Golem. Golem springt rein. Oh, das hat sehr gut geklappt. Daumen nach oben. Schade, sind jetzt nicht ganz in der Mitte gesprungen. Und jetzt geht... Na, aber echt Glück gehabt. Ja, wer hier, jetzt kommen nämlich von dort aus, gehen die halt auf die Magier. Geil wäre gewesen, ein Golem nach unten und einen in der Mitte. Das wäre cool gewesen. Da hättest du richtig schön die Schadensverteilung gehabt. Das wäre nice geworden. Aber gut, das ist nun mal auch heulen auf hohem Niveau. Wir sind schon bei 700k Alex. Hallo? Und klar, die Queen zieht sich natürlich das, was sie braucht. Das Dunkle. Zu geil, ey. Echt. Und die kann sogar noch geraged werden. Also eine mega Vorstellung auf jeden Fall. Also gute Truppen und halt eben auch mega Loot logischerweise. Hier schön Damage geht weiterhin schön auf die kleinen Golems. Und da kann natürlich dann die Queen arbeiten, wie sie möchte, wa? Zack, Magierturm platt. Okay, jetzt, das ist hier der Tod. Das ist der Tod von der Queen. Okay, ja, klar. Sie konnte noch geraged werden. Glück gehabt. Oh, sehr nice. Oh, ist das nice. Und wird's doch noch der Tod der Queen? Oh, ich wollte schon sagen, hätte ich vielleicht doch noch recht behalten. Aber ist ja super. Super, dass du das sogar noch zum 100er machst. Ein Mann tut die, Alter. Richtig geil. Das ist richtig hochkarätige, krasse Kacke. Julian verdient. Auf jeden Fall verdient. Und da kann man natürlich dann sagen, gut, okay, da hat sich Go Wipe auch gelohnt, logisch, von Ressourcen her. Sehr, sehr geil. Und da bin ich ja echt zufrieden, dass ich doch nochmal in den Clan gegangen bin, auch wenn es nicht der originale Guzua-Videos ist. Das wäre echt schade gewesen, ey. Ja, hier, genau. Zack, zack. Dann hat man das schon mal. Und ich glaube aber auch, viel mehr wird's nicht. Viel mehr wird's auf keinen Fall. Ja. Dafür hat er sein Gold einfach in Anführungsstrichen gut gesetzt oder gut gestellt gehabt, dass er das nicht, ja, dass du das nicht so einfach kriegen konntest. Halt auch gebartscht. Ah, schade, hier nicht. Ja, kriegst du, nee, das wirst du mit dem Barbaren nicht mehr hinkriegen. Das wirst du nicht mehr hinkriegen. Aber immerhin. So. Ja, wenn man da natürlich dann noch in der CB was drin hat, dann wird das auch noch ein bisschen schwieriger. Aber da sind noch einige Kobolde, die da noch einiges managen können. Da kommt die Koboldschlange. Und dann haut die mal richtig rein. Ah, schade, dass nicht noch mehr gekommen ist.
Ja, dass sie Kobold Anaconda raushauen müssen. Dann wäre es was geworden. Go wipe 800k Loot. Geil. Boah, ist schon ewig her, dass ich mal so eine Riesen gesehen habe. Ja, wenn du die heilst und dann der Heilerin nichts passiert, dann hat der Gegner auch verloren, weil die Riesen echt schon richtig was aushalten. Da kommt jetzt so ein bisschen Problem auf die Heilerin zu, aber ansonsten läuft das. Also da machen die Riesen auch wirklich dann einen kurzen Prozess. Ja. Ich denke mal, das ist wirklich der Vorteil. Jetzt könnte nur noch hier eine Sprungfalle sein. Nee, auch das nicht. Und jetzt sogar noch im Rage. Naja, dann seht ihr selber. Das ist dann hammermäßig. Also wenn so ein Heiler wirklich nicht gleich weggeknallt wird, dann kann der wirklich schon was machen. Und der ist nur Level 1. Echt extremst nice. Extremst. Ja, und jetzt verteilen sie sich halt in alle Richtungen. Dö, 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 dö. Passt. Oh, wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Ey, ich hoffe, das war's jetzt. Hab noch ein paar Go-Wipe-Angriffe. Ja, ich klicke noch mal rein, aber jetzt wirklich nur ganz schnell, weil sonst wirklich das. Sonst die Zeit halt. Also, weil der Rechner die Festplatte dann wieder nicht mitmacht. Aber den will ich euch einfach auch noch geben. Okay, die Mauerbrecher, die waren ein bisschen sehr krass. Ja, das passt aber noch. Die Packers machen das, die managen das noch. Die kommen noch bis oben hin. Das ist kein Thema. Das klappt. Einwandfrei. Läuft. So, jetzt müssen wir durch sein. Ich hoffe es. Tut mir leid. Ah, ich muss nochmal Stopp machen. Bis dann. Ciao, ciao.